ohne Herrn Schumann können wir die Sitzung nicht eröffnen. Ah, da ist er. Willkommen, lieber Herr Schumann. Ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen. Ich musste mich von meiner Tochter verabschieden und das ist sehr schwer. Ich eröffne hiermit die Sitzung. Mein Vater meint es sehr gut mit mir und das reicht. Mir scheint es aber nicht zu reichen. Er erklärt mir alles, was ich wissen will und er ist der klügste Mann auf der Welt. Hauptsache, du bist davon überzeugt. Jeder Mensch weiß das und er gibt mir wunderbare Ratschläge. Was für Ratschläge denn zum Beispiel? Dass ich ihn aus dem Weg gehen soll, wenn ich sie sehe. Ach so, solche Ratschläge gibt er dir. Feiner Herr, dein Vater. Du musst sofort die Polizei anrufen. Sie ist eine Stehlerin und muss ins Gefängnis geworfen werden. Ja, vielleicht hat sie schrecklichen Hunger auf Apfeltorte gehabt. Nicht jeder hat 50 Pfennig. Sie sieht ganz dünn aus. Verstehen Sie denn das nicht? Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich muss weiter lügen, solange es eben geht. Achtung, hier spricht die Erde. Hören Sie mich? Na, was denn? Wir gratulieren Ihnen zur 5. Umkreisung der Erde, Herr Schumann. Leider ist uns ein kleiner technischer Fehler unterlaufen. Wir kriegen Sie nicht mehr runter. Ich weiß, wann der Bart ab ist. Aber machen Sie sich nichts draus. Und grüßen Sie meine kleine Tochter. Die Wahrheit. Naja, ich habe meinem Jungen auch schon Dinge gesagt, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Dass ich ein fleißiger Schüler war, zum Beispiel. Dass ich leidenschaftlich gerne Spinat gegessen habe. Nein, so lügt er nicht. Schrecklich lügt er. Das Kind wird uns darüber Auskunft geben. Ich weiß, dass man mir mein Kind wegnehmen wird. Ich weiß es. Ich gebe auch zu, dass ich mein Kind belogen habe. Ich habe ihr vorgelogen, dass die Welt schön ist und dass ihr Vater eine große Rolle darin spielt. Ich möchte Sie um eines bitten, Herr Amtmann. Bitte zerstören Sie jetzt nicht dieses Bild. Ich habe verhindert, dass mein Kind weiß, dass es eine schlechte Mutter hat. Und ich möchte nicht, dass es erfährt, dass der Vater ein Lügner ist. So, Micky, du kannst wieder reinkommen.